Wir sind hier beim S. Oliver Würzburg Basketball Pfingstcamp. Wir beginnen morgens damit, dass wir den Check-in haben. Die Kinder, die sich angemeldet haben, checken dann ein, bekommen dann T-Shirts von uns, bekommen den Namen vorne auf die Brust aufgeklebt. Um 9 Uhr beginnt das Training. Wir trainieren von 9 bis 12 bis zur Mittagspause hier in der schicken Turnhalle. Technische Ausbildung, die ehemaligen Profis, die als Trainer anwesend sind, zeigen denen die Tricks und Kniffe des Basketballsports, haben dann um 12 Uhr Mittagessen. Getränke, Müsli, Obst und so weiter werden hier voll verpflegt in dem Camp und haben nach der Mittagspause die Möglichkeiten, Wettbewerbe zu gewinnen. Wir machen die Wettbewerbe altersgerecht, teilen die Gruppe in 4 Gruppen auf, sodass wir die Kinder je nach Leistungsstärke auch mit ihrem Trainer an dem Training teilnehmen können. Nachmittags finden nach den Wettbewerben dann die Teamspiele statt im 5 gegen 5, beziehungsweise die ganz Kleinen arbeiten im 4 gegen 4 gegeneinander. Wir freuen uns, dass sich so viele Kinder angemeldet haben. Das ist ein Riesenprojekt für uns, für die Akademie und für den Club, viele Kinder aus der Region für Basketball zu begeistern. Am Ende des Tages wird der MVP des Camps und der MIP des Camps gewählt. Und das ist natürlich das Größte für die Kinder, schon in dem Alter ausgezeichnet zu werden.